Hallo. Hallo. Heute schon getestet worden? Heute noch nicht. Nee, noch nicht. Okay. Ja. Alles gut? Mhm. Auch gut. Okay. Voilà. Wer will zuerst? War das jetzt für private Zwecke oder ist das irgendwie... Nee, das also... Wenn es zu hoch gewesen wäre, dann wäre heute Abend die Show schon vorbei gewesen. Okay. Okay. Ah. So. Decker Barnaby wieder übernehmen müssen. So, ich kann... Ich nehme... Was ist dein Lieblingsloch? Komische Frage. Ich nehme gehirnnah ab. Ja, das ist bei Tommy ganz woanders. So, wunderbar. Wow. Mhm. So, bei Til Schweiger, der nimmt auch irgendwie gerade gehirnnah ab. Der glaubt doch nicht an den Test. Ein Witz, der ein bisschen zu lange Schweiger. Witz, ja. Der ein bisschen zu lange gedauert hat, ne? War schon einer? Mhm. Ja. Oh. So. Kein Hirnhasen. Okay. Ja. Voilà. Corona, ne? Hast du was mit? Ja. Für mich ist es auch nur, oder? In der Stunde können wir schon ablesen. Mhm. Oh ja, dann machen wir das. Ja. Bei mir ist egal, ich habe keine Nasenscheidewand, da können Sie überall rein. Okay, tatsächlich. Ah. Oh, geht wunderbar. Das. Oder? Ja, das ist... Fünf Dinger reinstecken, kein Problem. Ja, Title of my Sex Tape. Was? Unangenehm. Mhm. Aber irgendwie auch lustig. So. Felt deleted might be cute. So, das Ergebnis kommt aber per Mail, ne? Das heißt, sie schreiben uns also einfach... Es kommt der Sims rein, genau. Genau, es kommt der Sims rein. Es kommt der Sims rein, genau, das wird aber... Es kommt der Sims rein. Aber es scheint... Das ist unser Stichwort, wir können ins Museum. Der hier läuft schon ins in die richtige Richtung. Den anderen, ich teile euch das mit. Ja, ja. Ihr brecht dann ab, wenn es positiv ist. Absolut. Alles Liebe euch, bis bald. Zahlt Jens Spahn, oder? Bitte? Zahlt Jens Spahn hier. Das geht alles auf Kosten von Jens Spahn. Fantastisch. Alles anders gehen. Ne? Tschüss, alles Liebe euch. Hm. So. Ich habe es dir gerade versprochen, Stucki, jetzt geht es auf die Vernissage. Auf die Vernissage. Ins Museum, aber warte ganz kurz. Wir beide sind ja Kunstkonnoisseure und wir gehen jetzt in eine Ausstellung. Was habe ich gesagt? Was anderes. Ja, dann steht es falsch im Teleprompter. Hast du was? Und wir gehen jetzt in die Ausstellung, in der es mehrere Exponate gibt, die im weitesten Sinne etwas mit dem Bundestagswahlkampf zu tun haben. Ich kenne die auch noch nicht, wirklich nicht. Und wir beide wissen ja, dass das Werk erst durch die Rezeption des Betrachters komplett wird. Und das steht natürlich so auch nicht im Teleprompter. Darum können und sollen wir diese Ausstellung jetzt aktiv mitgestalten. Also wir beide werden den Werken einen Titel und einen Künstler bzw. eine Künstlerin zuordnen. Also vor den, ich habe sie gerade schon gesehen, vor den Ausstellungsstücken stehen kleine Schilder zum Beschriften. Ja. Ne? Kannst du also das schreiben, weil ich so unleserlich... Ich bin Linkshänder, ist auch ganz schrecklich. Wir kriegen das hin. Also es sind alles Exponate zum Bundestagswahlkampf in irgendeiner Form. Und wir gehen das nochmal durch. Und wir müssen denen dann irgendwie, wir müssen raten, was das, und was heißt raten, ein bisschen eruieren, wie es einfach Leute in so einer Berliner Vernissage machen. So anstrengende Deutschlehrer quasi. Unser Ding. Weißt du? Ja. Absolut. Bock drauf. So. Was hier... Ah ja. Hier Nebeneingang. Ich habe Connections. Ich habe noch Freunde draußen. Ja, ja, gehen wir rein. So. So. Das ist also, wir müssen sich den ganzen Sachen natürlich auch so ein bisschen nähern, wie in so einer Berliner Ausstellung. Mhm. Ne? So ein bisschen sehr prätentiös. Wichtig ist so. Ja. Wichtig ist so. Bist du so ein Ausstellung? Magst du dieses Berliner Ding, wo so anstrengende Vernissagen und sowas? Vernissagen, ist das richtig? Gehst du in sowas rein? Nee. Ich gucke mir gerne Kunst an, ja. Ja, wirklich? Und das ganze andere ist Kabarettmüll, dass das doof ist. Ist ja klar, aber es ist ja überall doof. Es ist überall deshalb, doof. Was haben wir denn? Ich gucke mir gerne Kunst an und so auch das hier. Guck mal hier. Oh ja, hier. Das ist der klassische Lanz-Stuhl. Und ja. Karte. Der leere Stuhl bei Lanz. Der leere, stimmt. Aber soll das symbolisieren, dass alle immer bei Lanz waren? Das ist so ein Lanz. Wie ist Lanz? Wir brauchen erstmal Lanz, stimmt. Warte mal. Ja, erstmal, hat jemand ein Handy? Ihr müsst die Handys abgeben, oder? Geil.
Ja, wir brauchen einmal die Musik von Marc Tavassol. Ja, um in die Landsstimmung zu kommen, oder? Nur ein Wort von Wir sind Helden. Kommen? Ja. So, wo ist es denn? Da. Geht das ins Mikro? Geht das rechtemäßig? So. So. Das ist Markus Lanz, oder? Einen wunderschönen Abend, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. So. Aber was könnte das bedeuten? Also das ist... Was könnte das bedeuten? Also wenn es jetzt sozusagen um Laschet ginge, wäre der ja abgefackelt, weil er ja so gegrillt wurde. Ja. Ja, ja, ja. Also das ist schon mal nicht. Annalena Baerbock ist gar nicht gekommen. War nie das da. Das könnte sein. Der leere Stuhl. Andererseits ist ein leerer Stuhl auch bei Lanz vollkommen ausgeschlossen, denn Karl Lauterbach hat ja immer Zeit. Er hat immer, und Robin Alexander ist die Zange. Ja, aber wieso? Aber dann könnte ich wundere mich eigentlich, ist es bei Reise nach Jerusalem würde jetzt Lauterbach schon da sitzen. Das stimmt. Ich würde sagen, das, ja, das Exponat stimmt. Heißt, Lauterbach hätte Zeit. Glaubst du? Oder ist es wirklich Baerbock? Ja. Warst du mal bei Lanz? Ja. Ich noch nie. Was glaubst du, wo ich sitzen würde? Also sitzt ja immer, bei Lanz sitzt ja immer, also Markus, wie wir beim ZDF sagen, sitzt hier. Ich habe schon in verschiedenen Lagen meines Lebens da gesitzt. Und also da ist Lanz. Und wenn du die freche Nudel aus dem Medienbusiness bist. Ja, zweite von rechts, oder? Bist du ganz ihm gegenüber. Weil hier ganz gegenüber. Lanz, Klingbeil. Neben ihm im Moment immer Politiker. Ja, genau, Klingbeil. Dann oder halt jemand, der es auch nicht leicht hat im Leben. Ja, oder jemand, nein, oft so. Leute, die, Krebs, aber trotzdem noch Bock. Ja, weißt du? Wieder, oder wieder da. So. Genau. Wieder da, irgendwas Schlimmes überlebt. Ich hatte jeden Posten schon in meiner Biografie. Also ich habe schon da gesessen über die Kindheit, da gesessen, frech gewesen aus Berlin, da gewesen, bisschen egal. Reinhold Messner hier. Ja, Messner. Reinhold Messner ist dann der vor dem Frechen aus Berlin. Genau, und daneben jemand, der irgendwas ganz Schlimmes überlebt hat. Und daneben Comedian, ja, der es wieder auffangen muss. Aber so. Jemand, der was Schlimmes überlebt hat, ist ja auch dann Laschet. Den Lanz dann aber auch immer, ja. Den Lanz also dann aber auch immer. Kann eigentlich überall sitzen. Aber Lanz versucht nur nicht frech aus Berlin. Wohl warten wir mal den Sonntag ab. Stimmt. Ja. Aber Lanz versucht doch dann immer den Comedian nochmal, dass er nochmal die Kurve kriegt, so, aber völlig an das Programm angepasst. So. Ja, ja, schlimm, was sie erlebt haben. Wie ist das eigentlich, wenn man mit der Mutter einkaufen geht? Das ist dann immer so, weißt du, ist immer so völlig gebaut. Aber wo würde ich sitzen bei Lanz? Du würdest im Moment, beim Status deiner Karriere, ich habe das ja alles schon einmal durch. Das wäre ja Cross-Promo. Du würdest im Moment ihm gegenüber sitzen. Aber das wäre ja Cross-Promo, will den jungen ZDF-Typen ja. Naja, wenn du dann mal ein bisschen. Wenn Caro jetzt Schluss macht, kannst du direkt neben ihm einchecken. Ja? Ja, ja. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie so. Aber ich glaube hier, also du sagst Lauterbach. Also ich finde, Annalena Baerbock kommt nicht, in Klammern Karl hätte Zeit. Ich bin Linkshänder, das sieht immer aus, ich habe mich immer geschämt, so zu schreiben an der Tafel. Jetzt kommt alles wieder hoch. Also wenn es zum Beispiel für Blinde ist, diese Audioführung, ja. Dann würde ich es nennen zu unserer Sendung. Ja, das stimmt. Zu unserer Sendung. Naja, Pause. Ich muss das iPhone zu hier weg tun aus Werbegründen. Ja. So, zu unserer Sendung. Nee, aber das geht im Schriftlichen nicht. Oder gut. Es ist so, ich würde sagen, wie diese komplizierten Literaturtitel, Sonnenuntergang oder wie ich das Leben lieben lernte. Vielleicht ist es der Stuhl ist frei. Naja, das Vernissage Ding ist eigentlich untitled. Das heben wir uns aber auf. Ich glaub, das ist ein Joker. Aber untitled ist immer, ach so, aber kompliziert, Kindheit und so. Aber ich würde sagen, Karl hätte Zeit. Ja, aber Künstlerin Baerbock, das ist doch gut. Künstlerin Baerbock? Ja, die Künstlerin ist Baerbock. Weil sie ist nie hingegangen. Sie ist ja nie hingegangen. Das ist ja. Einen Stuhl füllt man nicht allein. Ja. Aber ja. Du sitzt auch direkt da, wie bei Markus Lanz. Ja, wenn ich er bin, mache ich aber so. Ja, und dann die Chelsea Boot, so übereinander. Ja, er macht die Schuhe immer so ganz doll angespannt. Ja, wenn es wahnsinnig Stress in den genau. Schuhen. Genau. Und dann. Wir zeigen das ganz bewusst in der Länge. Wir zeigen es ganz bewusst. Und das sind jetzt Sie. Ja, ja. Ja. Und was, aber was sagen Sie den Leuten, Herr Seehofer? So, aber, pass auf. Aber das Neue ist ja dann immer, dass er dann die Karte, pass auf, und dann, ja? Dann fliegt. Er schmeißt die Karte manchmal auch weg. Und zwar, das nehme ich Ihnen nicht ab. Da schmeißt er immer die Karte weg. Und dann geht's ran. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Sehr gut. So, pass auf. Also, ich muss ja kurz also Künstlerin Baerbock lege ich fest. Künstlerin? Ach so, die ja. Künstlerin ist weil, Baerbock. Weil ja. Es geht ja hier in dieser, also ja, wir Baerbock? Dürfen nicht vergessen, in dieser Ausstellung hier in Berlin-Mitte ja, geht stimmt. Es ja darum, Wahlkampfstation. Und dass Baerbock nie zu Lanz gegangen ist,
Vielleicht hat sie das die Kanzlerschaft gekostet. Markus Lanz ist der Königsmacher. Andererseits hast du sie mal sprechen hören, dann war es vielleicht ganz gut. Nein, Titel? Lauterbach hat Zeit? Lauterbach hätte Zeit. Ja, Lauterbach, boah, meine hätte, Schrift. Hätte Alter. Ist auch toll im Kunstkontext. Lauterbach hätte Zeit. Hätte Zeit. Das klingt auch so. Das ist wirklich tragisch. Nach der Pandemie ist das so eine Dreisatzsendung, die er kriegt mit diesem furchtbaren Förster. Weißt du? Lauterbach hätte Zeit. Ein Kumpel von mir, der ist Polizist, der hat mal gesagt, ich habe eine Schrift wie ein Massenmörder. Wirklich? Aber netter Massenmörder. Ja. Yeah. So, gehen wir mal weiter. Hier lang? Was haben wir hier? Oh, ist das Gebiss von Kim Schmitz? Was ist das? Das ist unangenehm. Kim Schmitz. Ja, okay. Also, wir haben eine U-förmige Torte. Es könnte. Ach so, warte mal, Politik. Wir müssen uns immer wieder rausziehen. Tortendiagramm, Plenarsaal. Wir müssen uns vorstellen, Absolventen einer künstlerischen Hochschule in Berlin. Ja. Reiche Eltern, viel Zeit. Untypisch Berlin. Ja. Also in den Galerien sind eigentlich nicht Leute, die es gelernt haben. Ja, okay. Nein. Ganz im Unterschied zum Fernsehen. Einfach also, raus bei den Eltern, rein in die Galerie. Ist es ein, wir sind in der Politik, ist es ein Hufeisen? Es ist ein Hufeisen, glaube ich. Ja. Diese Punkte. Es gibt ja diese, vielleicht nähern wir uns dem Exponat so, es gibt ja diese Hufeisentheorie. Jetzt pass auf. Links und rechts wären gleich schlimm. Denkst du mir, die Leute sind beim Sehtest, aber ja. Sie machen Kunst. Kunst, dieses moderne, wie bist du bei moderner Kunst eigentlich? So dieses, ich bin ganz schlecht beim Augenarzt. So besser die Neuen oder so besser die Neuen? Das ist ja oft eine ganz philosophische Frage. Ne? Wenn man sagt, ja, beide haben ihre Vorteile. Das stimmt. Aber was ist es? Also es ist das Hufeisen. Wofür ist der Hammer? Der Hammer ist für die Hufeisen zerschlagen quasi. Die Hufeisentheorie ist ja der rechte Rand, der linke Rand. Die seien genau gleich schlimm. Ja. Das ist die Theorie, also die Ränder. Genau. Und mit den demokratischen. Und Olaf Scholz soll jetzt aber mal ausschließen. Heul doch. Aber sollen wir das? Ich glaube, das ist heute Show. Ja, ich glaube, wenn wir das zerschlagen, die Hufeisentheorie, dann hat Twitter ja auch nichts mehr zu diskutieren, oder? Das wird nie geschehen. Ja, dann, aber ich glaube, der Hammer ist. Aber willst du ein Stück Kuchen haben? Ich glaube, dass der Hammer hierhin gehört. Und das ist eigentlich Wolfgang Kubicki kommt. Oder? Die Abrissbirne. Aber wollen wir ein Stück Kuchen? Das sieht auch sehr leicht aus hier, die Nummer. Will jemand ein Stück Kuchen? Nee, das sieht doch also appetitlich aus hier. Boah. Nee. Ich probiere mal den rechten Rand. Ja. Also hier sitzt ja Claudia Roth. Ne? Und Kubicki sitzen. Nee, Moment, die sitzen hier. Hier ist ich bin der Bundesadler jetzt. Ich habe die Hufeisentheorie gerade widerlegt, weil rechts. Schmeckt besser? Beschissener. Das ist nicht. Boah. Der linke Rand ist ja auch viel kleiner. Jetzt ist es aber Kunst. Mhm. Jetzt ist es Kunst. Also sind eigentlich die Tortendiagramme natürlich auch. Oh. Mhm. Wie nennen wir es? Tortendiagramm? Ah, hier. Wenn Jörg Schönborn am Wahlabend wieder mit der Schulter Florida aktiviert. Okay. Kennt ihr Jörg Schönborn, der WDR-Zahlenmensch? Der ist immer wieder Kommentator beim Grand Prix. Der wird irgendwo kaltgestellt. Und dann, Peter Urban, der immer vor sich hin murmelt in Oslo ein Jahr lang. Und dann kommt die Kamera nur einen Tag vorbei. Ja, ja. Und ich glaube, bei Jörg Schönborn ist es auch so, wenn eine Wahl ist, wird er einfach so Defibrillator. Okay, was muss ich machen? Und dann werden einfach Tortendiagramme, Wählerwanderungen und so weiter und so fort. Am besten sind die Diagramme vor 18 Uhr, wenn noch nichts ist. Und er muss schon Sendezeit füllen. Dann sage ich, ganz interessant ist, dass in Sachsen-Anhalt, schon da ein Satz mit drei Fehlern. Ja. Aber ganz interessant ist, dass in Sachsen-Anhalt von den 14-Jährigen viele gern Kuchen essen, die kein BMX-Rad haben. Das ist ja unglaublich. Sitzt du so zu Hause? Sitzt du so zu Hause? Ja, Wahnsinn. Das sagt auch noch gar nichts aus. Das sagt viel über unser Land. Das sagt auch noch gar nichts aus jetzt, die Hochrechnung. Aber wir machen mal 2 Stunden Sendung drüber. Stimmungstest. Ja. Also wie nennen wir es? Schönborn. Schön. Tortendiagramm. Hufeisen. Ich würde es. Es knackt. Ja. Ist auch schon meine vierte. Nee, welche war die geilste Bundestagswahl? Ich finde die jetzige ehrlich gesagt super. Warum? Jetzt ist super, nenne ich es. Genau. Jetzt ist super. Also ich fürchte nichts mehr als Inhalte. Jetzt ist super mit 2 S.
Wegen Essen. Oh ja. Jetzt ist super, Künstlerin. Wer ist Hufeisentheorie? Ist das dann eher so konservative Journalisten, oder? Ja, Breitbart. Ich weiß gar nicht. Nein, Jetzt ist super. Welt? Ja, Welt am Sonntag, die jetzt samstags erscheint. Ja, habe ich auch mitbekommen. Wir machen Wams einfach. Wams Poschert. Wams. Jetzt ist super. Wams. Was sollst du sagen? Wieso ist dieser bunte Wahlkampf der geilste bislang? Ja, ich finde es, ich denke ja einfach als Freund, ich finde es für deine Show einfach super, ne? Weil wir viel zu erzählen haben. Ja, viele Sachen, die du einordnen kannst. Also wenn es inhaltlich wird, dann bist du ja, wird's ja dünne. Da wird es dünn. Eben, dafür habe ich einen Podcast. So, was haben wir hier? Stucki. Das ist eine Tür. Ja, es sieht ein bisschen so aus wie auf so einer Sanitärmesse oder in diesem, es gab mal... Mein Vater bei WG-Besichtigung, ja hier. Da heizt du dich dumm und dusselig, Tommy. Ja. Das hat hier auch alles Spiel. Das ist ganz billig gemacht. Ja, das hat hier auch alles Spiel. Naja, es gibt aber auch manchmal so, es gab mal so eine Wendler, bevor er, also ganz verrückt wurde, so muss man ja sagen. Als er noch richtig geil war, meinst du? Ja, das ist auch schwierig. Ja. Aber als er sozusagen, als er noch nicht in den Knast gekommen wäre, wenn er auf deutschem Boden wandelt. Ja. Da hat er mit seiner Frau so besichtigt einen Laden, in dem er so ein Badezimmer eingekauft hat. Und das war toll, weil er so Proll mit Manieren und hat immer so gesagt, das ist modern, das gefällt mir, das ist wie ich. und hat seiner Frau so erklärt, bei solchen... Welcher Frau, der kurzen oder der von vorher? Kurz? Ja, die jetzt Kommunion hat. Halt. Das ist ja der neue Free Britney-Fall eigentlich, oder? Ja, aber... Also Laura. Ich wollte, irgendjemand muss sie doch da rausholen. Naja, wenn sie irgendwie, sie soll mal, wenn sie das nächste Produkt bewirbt, so dreimal blinzeln, wenn sie Hilfe braucht oder so. Das geht, glaube ich, nicht mehr wegen Botox. Stimmt. Aber wer zahlt das? Wieso haben Leute, die eigentlich immer als Pleite gelten, immer Kohle für sowas? Also wie macht man das, wenn man keine Kohle hat, zu sagen, ich hätte jetzt gerne eine Schönheits-OP? Naja, im Zweifel einfach Rechnung an Boris Becker schicken. Ja. So, ich habe nämlich hier gerade im Augenwinkel schon gesehen, dahinter ist was. Ja. Die Tür. Eine Jamaika-Fußmatte. Ach, das ist die Tür. Was meint die Künstlerin dabei? Ist das die Tür? Die sich jetzt öffnet, die sich... Christian Lindner. Ja, warte mal, ich will mal durchgehen. Also genau, es ist ja FDP. Genau, du bist jetzt Christian Lindner, sorry, also no offense. Aber du bist jetzt Christian Lindner, ja. 2000... Oh, ich will direkt... 17? Ich will direkt Frank Thelen anrufen. Die Tür zugeschlagen, das war ja sein Ding. Ja, ach so, Koalitionsverhandlung 2017, Jamaika. Ja. Lieber nicht regieren als falsch regieren. Genau. Und das kann es natürlich sein. Und da greift natürlich auch der alte Satz von Herbert Wehner. Ja. Folgt ihm auf Insta. der hat gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Ja. Ein großer Satz. Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Und jetzt merkt Chrissy, kratzt von hinten an der Wand. Ja, das stimmt. Und jetzt will er ja wieder rein. Aber du weißt ja auch nicht, wenn er dann, was macht er? Was macht er dann? Ist er, will er... Regieren, will er sich wieder, will er dann nicht regieren, will er sich in der Zeit wieder neuen Rollrasen in die Geheimratsecken legen lassen? Das ist das Tolle. Man weiß noch nicht so genau, was. Und bei ihm ist ja, er ist ja der Einzige, der wirklich gut reden kann. Ja. Was er redet, ist halt so ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Aber man hört ihm erstmal gerne zu. Das stimmt. Ist ein brillanter Rhetoriker. Ist ein brillanter Rhetoriker. Der Gysi übrigens auch. Ja. Das sind immer diese WG-Party-Gespräche. Das sagt aber vor allem Gysi selbst inzwischen. Ja, ja. Super stressig, Gysi, finde ich immer. Ich habe gesehen, so Plakate hingen so in der ostdeutschen Provinz. Ein Leben ist mir nicht genug. Finde ich super anstrengend. Ansatz. Einfach, nee, will ich auch aber, nicht. Aber worauf einigen Chrissy wir uns? Lindner ist Leadership. Also das ist sein Ding. Wieso Leadership? Das habe ich mal beobachtet in einem Lokal, wo mein Freund Ferdinand von Schirach immer Abendessen. Zweite Staffel DSDS. Und da, wo einer stirbt. Ja. Das wäre geil. Das wäre eine geile, also wenn du nicht ins Finale kommst, bist du einfach erschossen bei dir. Egal, das führt so weit. Ja, ja. Ferdinand. Überraschung wäre ja auch, dass die Leute noch leben da. Ja. Also, Schirach hat mir das erzählt. Eines Abends saß auch Christian Lindner am Nachbartisch. Ja. Und
hatte jetzt auch nicht nur Wasser getrunken oder so, ohne da ins Detail zu gehen. Und irgendwann, und Ferdinand ist nun wirklich jemand, der nicht das Gespräch mit Freund, Mitmensch sucht. Mhm. Wirklich nicht. Der schrickt sich schon, wenn ein Kellner kommt. Ja. So, schrie Lindner plötzlich so rüber: Herr von Schirach, Sie schreiben doch über Bürgerrechte, sind doch ein Liberaler, aber was wählen Sie eigentlich? Ah. Das war super unangenehm. Ja. Und Ferdinand sagte: Ja, Sie ganz bestimmt nicht. Für alle zu hören? Für alle zu hören. Und dann sagte Lindner: Warum denn nicht? Und darauf sagte Schirach: Ja, Sie haben bei der letzten Wahl hatten Sie einen klaren Wählerauftrag und da haben Sie gekniffen. Das macht man nicht. Und dann lehnte sich Christian Lindner nach vorne. Jetzt pass auf. Er schrie: Das war Leadership. Und das ist bei Schirach und mir seither ein geflügeltes Wort. Wenn irgendwas nicht klappt, ja, sagen wir immer: Das war Leadership. Das war einfach Leadership. Also du kommst irgendwo rein, jemand sagt: Hast du noch die Hose offen oder so? Das war Leadership. Es geht immer. Müsst ihr mal zu Hause probieren. Einfach: Das war Leadership. Aber das ist ja schon der Name für das Exponat. Safe. Das war Safe Leadership. Darf man nicht sagen. Okay, nehmen wir uns zu. Das war Leadership, Künstler Christian Lindner. Ja, unbekannt. Oder dann müssen wir ganz... Dann ist er am traurigsten, wenn wir sagen unbekannt. Ja, ja. Unbekannter Teilnehmer. Mach doch unbekannter Teilnehmer. Dornige Chancen. Oder CLGTI. Zum Einschreiben. Einfach CL Turbo, ne? Nee, CL500. Ja? Ja, ja. Mercedes. Ein Mercedes ist ein sehr gutes Fahrzeug. Das müssen wir europäisch lösen. Okay, meine Schrift ist doch ganz gut, denke ich gerade. Ich wollte nur gucken, ob der Stift geht. CL500 und das Ding heißt Leadership. Genau. Boah, aber das ist wirklich Meta-Ebene, das ist wirklich für mich FDP. CL500 Leadership. So könnte man, also so müsste das man eigentlich... Das ist eigentlich so das Schiff das von ihm. Das war auch toll. Ich wollte Lindner mal herausfordern ein bisschen, weil er natürlich dachte, dass ich Kubicki doof finde. Stimmt ja auch, aber ich habe für die Situation so getan, dass ich den toll finde. Und habe einfach gesagt: Kubicki ist für mich der Hammer. Der kauft sich einfach eine neue Yacht. Ja. Oder der kauft sich einfach eine neue Yacht und ist gut drauf. Und dann sagte Lindner: Das ist gar keine Yacht. Und ich hatte mir das einfach ausgedacht. Das ist gar keine Yacht. Willst du mal die Yacht von Kubicki sehen? Und ich sagte: Ja, also so gefragt, selbstverständlich. Und dann zeigte er mir den WhatsApp-Verlauf und sagte: Das ist ein Fischkutter, das ist keine Yacht. Also er wollte wirklich dann so ein bisschen Hirschgehabe. Leadership. Leadership, absolut. Absolut das Leadership. War, probieren wir mal. So wie bei Dalli Dalli. Ja, bitte. Das war Leadership. So. Ja, aber jetzt nicht, als ob man euch gezwungen hat, so, und ihr nach Hause wollt. Nee, du musst Jürgen Höller-mäßig das machen. Jetzt nochmal, Freunde, alle, wenn ihr es wirklich wollt, dann müsst ihr in die Hände klatschen. Kennst du den Motivationscoach? Aber nur Jürgen von Höller? Deiner Imitation, und damit fahre ich ganz gut. Ja, yeah, sehr gut. Also, Tommy wird jetzt hochspringen wie Jürgen. Kai Pflaume, wenn er in diesem Rahmen für TikTok diese Show nachmacht. Der springt auch immer so hoch. Oder wie? Also, das war... Einmal noch so richtig doll. Und dann fangen wir es auch ein und das wird der Hammer. Das war Leadership. Fantastisch. Unglaublich. Im CL500 nach Hause. Was passiert denn jetzt hier? Was passiert denn jetzt hier? Das ist im Hirn von Jörn Schönbohm. Dauernd kommen neue. Immer kommen diese. Oh, Italien. Oder was? Nee. Aserbaidschan oder Kenia. Ich bin immer völlig überfordert mit diesen Fahnen, oder? Wenn die da so sagen: Ah, das ist ganz klar eine Peru. Das läuft auf Peru raus. Da möchte ich nicht regiert werden. Nee, ich möchte dann den Weltspartag, wo man so eine Schreibtischunterlage kriegt mit allen Flaggen drauf. Die möchte ich. Aber warte mal ganz kurz. Es ist ja, wir müssen uns wieder zurück darauf besinnen. Wir sind in einer Vernissage. Das ist wieder von irgendeinem Kunst-Otto dahingestellt. Soll was symbolisieren. Ich sehe jetzt hier, dass der Balken der SPD wächst und der CDU ich glaub, und der Grünen. Ich glaube, die neue Buchfahne von Annalena Baerbock. Jetzt mit Quellenangaben. Von den Co-Autoren. Ja. So, der von der SPD wächst, eindeutig. Ja? Das soll also wahrscheinlich der SPD-Stand, das SPD-Exponat. Aber CDU ist doch oben. Nee, guck mal. Bei mir nicht. Er schrumpft. Weil Scholz, ich habe ihn einfach mal Pummelluft genannt, er hat aber auch nicht funktioniert, ähnlich wie Butawar. Butawar funktioniert total. Gut, denn das Installieren des Hashtags Butawar, das war... Leadership. So,
Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also, pass auf. Das ist der Scholz. Was sagst du denn zu Scholz? Scholzomat ist das vielleicht. Wie lange ist das der Scholzomat? Das ist der Scholzomat. Aha. Wie lange hält er durch? Der Drucker? Der Scholz. Wenn er Kanzler wird, er wird es ja wahrscheinlich. Hast du einen Farbdrucker zu Hause? Nein, ich hatte noch nie einen Drucker. Das ist auch so eine Comedy-Beobachtung. So, die funktionieren ja nie, ne, wenn man sie braucht. Na, die funktionieren schon, aber es sind ja immer diese Farben immer dann leer, wenn man einmal ein Foto drucken will. Ja. Also auf jeden Fall, Scholzomat ist perfekt. Scholzomat ist wunderbar. Scholzomat. Und der Künstler ist eigentlich Kevin Künstler. Nein. Eigentlich ist Armin Laschet ja der Grund dafür, warum es so wächst. Eigentlich ist Armin Laschet der Künstler für den Scholzomaten. Das ist fantastisch. Oder wie wir in Aachen sagen, Armand Laschet. Ja. Ja, klar. Seven Nation Armin. Das ist sehr gut. Armin Laschet wird Kanzler. Armin Laschet wird Kanzler. Das ist sehr gut. So. Das war jetzt Rhythmus, ne? Und das war nicht einfach. Das war Fernsehgarten. Endlich! Kiwi moderiert doch auch immer so, mit so Moderationskarten. So, ja, aber das ist dann Schleichwerbung. Das ist oft Schleichwerbung bei Ihnen. Ja, aber es ist immer so. Ja. Jetzt kommen wir zu. Nee, warte, ich höre gerade. Ja, auf der Bühne. Ja, klasse. Ah, ich guck mal, da brutzeln sie ja noch. Was wird denn hier? Darf ich mal naschen? Und ich soll ja nicht. So, was haben wir jetzt hier? Da, Zarella, welcher? Mozzarella. Alles klar, hier, dann tritt mal auf. Es ist immer bei Kiwi immer so diese Moderation. Das ist immer wie eine eigene Switch Reloaded-Parodie. Und es ist immer gutes Wetter. Ich guck das gerne, völlig verkatert. So. Ist das in diesem Freizeitpark Rust, wo der Ex von Sarah Connor als Gespenst arbeitet, ja, und sich gar nicht verkleiden muss? Ja, wirklich, der arbeitet in der Geisterbahn. Marc, Terenzi. Ich wollte schon Marc Tavassol sagen. Marc Terenzi. Ja. Ja, ja, stimmt. Ein, wie ich finde, ein wunderbares Buch gelungen ist. So. Das ist Markus Lanz auch, der ein wunderbares Buch gelungen ist und das eine bemerkenswerte Rede gehalten hat. Das gehört, glaube ich, nicht dazu, dass es Home 24, 49, 50. So. Kannst du so mitnehmen. Ja, toll. Oder? Ja. Bei dir über. Ist das denn. Das ist. Ach so. Ja. Naja, könnte auch so ein Wegweiser sein. Also, Quo Vadis Deutschland? Oh nein. Oder? Ja, ja. Am Wahlabend? So eine süddeutsche Karikatur, die man nicht versteht. Also im Hintergrund bei Maischberger sind doch oft. Ja, stimmt. Beim Wochenrückblick. Der Wochenrückblick. Sie sagt doch immer so was Armes mit Wochenrückblick. Ja, und sie verabschiedet sich immer mit. Nee, der Wochendurchblick. Ja. Der Wochendurchblick. Und sie auch sammelt wieder sich. Was andere über einen sagen müssen. Und sie sammelt sich am Ende immer dieses. Okay. Bisschen spät. Ja, genau. Gut. Ja. Alles klar. Machen Sie es gut irgendwie. Und dann sitzt immer noch ein Komödiant da, der nicht lustig ist. Ne? Ja. Ja. Also irgendwie Urban Priol oder so, wo man sagt, wie lange sollen diese Haare noch von hinten hochgekämmt werden? Denn das ist ja sein Gag. Ja, das wäre ja, wenn mal so ein Handpuppen-Comedian da sitzen würde in der Talkshow. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah ja, hier ist das letzte Exponat. Das ist natürlich das Königsexponat. Ist das die Mousse-au-Chocolat-Nachspeise von Peter Altmaier? Das ist lustig, weil er dick ist. Oder vom also, da geht ganz viel, da geht eigentlich alles. Das ist Rainer Kallmund. Da kann man nicht mehr. Kalli ist unter 100 Kilo mittlerweile. Ja, warum fängst du immer wieder mit dem an? Pass auf, das ist. Also, das ist natürlich. Ich meine, die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Das sind schreckliche Schuhe. Das sind komische Billigschuhe. Das sind die Leute, die auf einer Hochzeit dann immer so die Ersten auf der Tanzfläche sind. Oder die viel zu früh Schnaps bestellen. Also erstmal würde man von Weitem würde man sagen, das ist Armin Laschet natürlich. Ja. Im Flutgebiet lacht sich kaputt. Ah, sehr gut. Ja, natürlich, der kam ja mit diesen Schuhen. Der kam ja nicht Schröder-esque. Na, wenn man nicht mehr falsche Schuhe anziehen kann, dann. Oh. Nee, aber der kam ja nicht Schröder-esque. Mit den Gummistiefeln? Gib mal Sandsäcke, lass mich da hinten runter, schnell und unbürokratisch. Ja. Sondern der war ja wirklich so, was mache ich hier in der Flut? Ja. Also, das könnte ja sein. Es kann natürlich auch der braune Sumpf sein. Es kann auch die Schlammschlacht sein. Jetzt, ja. Ne? Ja. Der schmutzige Wahlkampf, Tommy. Ja. Es ist der schmutzige Wahlkampf. Es ist zum Mitmachen. Aber so, das ist ja die Metapher dafür. Das ist natürlich toll. Es kann aber auch natürlich sein, Afghanistan. Aber warum Afghanistan? Es sind ein bisschen modische Schuhe mit anderen Schuhbändern. Es könnte deshalb auch sein, dass Natalia Wörner die in den kleinen Maß reingesteckt hat. Ja. Und deshalb ist es sozusagen, wie er sich in Afghanistan aus dem Staub gemacht hat. Denn die aktuelle Haltung, die wir in Berlin haben zu Afghanistan, ist ja, man hätte niemals hingehen dürfen, aber man hätte dort bleiben müssen. Ja. Das ist ja die Haltung dazu. Also Heiko Maas, Outfittery, meinst du? Ich glaube, es ist wirklich Laschet. Laschet lacht.
Ja, ist. Ach so, Laschet lacht. Laschet lacht. Aber es könnte natürlich auch sein, halt aus, Alice Weidel, die im Alice Weidel, die sagt, das ist mein Polen, oder? Ist alles aber meins. Aber Alice Weidel, auch komische Figur, immer sarkastisch. Hast du die einmal so, dass sie so, Frau Weidel, wie spät es ist, dann sagt die ja nie so 15 Uhr. Das ist wieder typisch für sie. Ja, dann fragen Sie sich doch mal nach 2015, wie sich das entwickelt hat. Ja. Wenn du mit der zusammenlebst, glaube ich auch so, kann ich mal die Butter haben? Weiß ich nicht, ob ich das haben kann, Frau Merck. Die ist immer so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gut, ehrlich gesagt. Ja? Ja. Also, stell dich auch mal rein, es ist schön. Das ist wirklich schön. Also, es ist der schmutzige Wahlkampf. Danke für Ihre Gebührengelder. Es ist andererseits auch so zurück, sondern es könnte auch Söder sein, der den Baum umarmt. Stimmt, schauen Sie, es geht auch um Deutschland. Ja. Oder ja. Es ist einfach der Schreibtisch von Anton Hofreiter. Aber glaubst du, Söder und Habeck wäre der geilere Wahlkampf gewesen? Ja, ich nehme, was da ist. Ne? Ich habe da keine Empfehlung ausgegeben. Ich finde, man nimmt, was kommt. Oder? Finde ich auch. Also aber wie nennen wir es? Ich bin begeistert von. Das heißt, den Stift hingetan? Laschet lacht, finde ich, zu. Ich will jetzt mal aufhören. Das ist ja wirklich grauenhaft. So ist das in Galerien. Ja, aber nein, genau jetzt, das wird immer jetzt, mal passieren. Jetzt ist es toll. Ja, Scholz, so, Mann, also so ist es. Kommt aufs Wahlergebnis an, aber das könnte natürlich toll sein. Das, jetzt kommt gleich Lars Eidinger aus der Requisite und macht Fotos. Ja. Hundertprozentig. Ja, oder Laschet schickt wieder seinen Untersuchungsausschuss da rein. Ja. Und die führen den Kopierer aber ab. Ich will, dass das nach der Elefantenrunde so aussieht im Studio. Da muss reden. Sie glauben doch nicht, dass meiner Partei, dass ja. Wieder sowas wiederkommt. Das wäre gut. Das wäre geil. Mehr Alkohol. Denn? Ja, sowieso. Wollen wir uns reinsetzen? Auf gar keinen Fall. Wir müssen, ne? Aber vorher. Okay, pass auf. Vorher. Titel. Wir machen noch mal. Das war Leadership nochmal. Ich spring hoch in den Matsch. Tommy spritzt voll. Und wir springen zusammen in den Matsch und die Leute schreien, das war Leadership. Warte, ich muss aber erst ein Exponat draufschreiben. Nee, danach. Du musst es fühlen. Meinst du, ich fühl's dann erst? Wollt's. Okay. Okay. Ist es rutschig? Das war Leadership. Und jetzt müssen wir uns reinsetzen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, ich glaube genau ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Wir nennen es Untitled. Und ich habe gesagt, lass uns Stuttgart Barre einrufen, das wird ganz normal. Wirklich? Ja, klar. Jetzt hat man mir überhaupt nicht gesagt. Sorry. Wie nennen wir es? Untitled? Titel? Oder wir nennen Alice Weidel stinkt. Untitled. Was hast du gesagt? Alice Weidel stinkt. Ja, das ist die Künstlerin. Alice. Der braune Schleim. Schlamm. Ja, aber der braune Sumpf ist so ein bisschen Kabarett. Es ist Maßen. Es ist Maßen. Jetzt distanzier dich mal. Distanzier dich jetzt endlich mal. Jetzt distanzier dich mal. Schließ mal eine Koalition aus. Genau. So, Künstlerin ist? Ja, das, genau. Das muss leben. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Ich muss aber eine Abmoderation ist natürlich ganz wichtig, das macht man so in Deutschland. Stucki, ich kann dich ja nicht gehen lassen, ohne zu fragen, wer wird's denn am Ende? Wer macht denn das Rennen? Jörn Schottmann. Nee, sag ja. Mal, sag mal ernsthaft. Sag mal warum, ernsthaft. Warum das denn? Jetzt sag mal, was glaubst du, was wird? Wird's eine Ampel? Wird's Kenia? Wird's... Das weiß ich doch nicht. Ja, du bist wie Krake Paul. Musst jetzt sagen, wer wird es? Ich habe keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Ich finde es wichtig, dass wir uns am Sonntag alle impfen lassen. Ja, gegen was? Oder? Gegen was? Das ist hier Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Oder? So, du willst es nicht verraten, ne? Aber verrätst es mir hinter den Kulissen. Ich habe wirklich... hast du schon gewählt? Wird eng. Nee, ich mag diesen... Also ich habe Briefwahl gemacht, aber ich bringe den Brief Sonntag hin. Ja, aber das zählt nur, wenn du bei Instagram postest. Sonst zählt die Wählerstimme nicht. Und mit dem New York-Filter drüber. Sonst keine Chance. Ich mache immer Clarendon, weil man dann irgendwie 10 Kilo dünner und 20 Grad wärmer aussieht. Absolut. Ja. So, das wollte ich schon immer mal machen. Wenn ihr noch mehr so litten Content sehen wollt, dann schaut hier. Nee, wirklich hier. Hier sind wir. Und die Sendung könnt ihr natürlich auch gerne schauen. In ZDF Neo und in der Mediathek. Liebe Grüße an alle. Also hier.